mache heute mit bei der DM-Haul-Challenge. Ich wurde nämlich getaggt von der lieben Reni, also von der X-Karinina. Ich habe mich super gefreut und ich fand den Tag sowieso cool, deswegen dachte ich, mache ich da auf jeden Fall mit. Und falls ihr den Tag noch gar nicht gesehen habt, das ist einfach ein Tag, da gibt es verschiedene Fragen, die lese ich euch gleich vor. Und dann geht man demnach quasi zur DM und kauft Produkte, die Sinn machen. Diese Beschreibung war ziemlich mies, deswegen würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Am Ende des Videos tagge ich natürlich auch noch ein paar Leute, also bleibt gerne bis zum Ende dran. Und die erste Frage ist ein Produkt unter 2 Euro. Das Produkt hat mich tatsächlich schon etwas länger interessiert, seitdem ich das bei Mara, also bei der Vorstadt Cinderella, im Video gesehen habe. Sie hat es nämlich auch vor einiger Zeit gehault. Und zwar ist es dieses hier. Das ist das Balea Trended Up, ein Volumenpowder mit Erdbeerduft. Ich bin ja, wie ihr wisst, wenn ihr meine London Haul Week gesehen habt, gerade so ein bisschen auf dieser Volumen oder in dieser Volumenphase und das alles, was ich bis jetzt probiert habe, hat mich noch nicht so umgehauen. Deswegen dachte ich, probiere ich das doch mal. Ich habe keine Ahnung, ob es tatsächlich nach Erdbeer riecht. Hui. Ja doch, ist ziemlich künstlich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und dann mich rückmelden, was ich davon halte. Hat übrigens, ich möchte ja die Preise dazu sagen, damit ihr auch seht, dass ich mich dran halte, 1,95 Euro gekostet. Frage Nummer 2, Sommer Must Have. Da würde ich sagen, auf jeden Fall erfrischende Produkte fürs Gesicht, wie zum Beispiel das Avène Spray, dieses Thermal Spray fürs Gesicht. Da gibt es ja auch verschiedene Wässerchen oder halt so eine schöne erfrischende Maske. Ich hatte schon einige von diesen Rauflegemasken, wo man aussieht wie so eine Mumie. Deswegen habe ich jetzt nochmal diese hier gekauft, die habe ich nämlich selber noch nicht ausprobiert. Es ist die Balea Aquatuchmaske. Spendet belebende Feuchtigkeit mit Algenextrakt. Ich finde das super entspannt, auch wenn man gerade so wie hier in München sind, zum Beispiel gerade 25 Grad. Mir ist immer noch super heiß. Und dann am Ende des Tages sowas aufs Gesicht legen, so ein bisschen erfrischen, finde ich total cool. Und so grundlegend mag ich diese Masken sehr und ich freue mich total, die auszuprobieren. Frage Nummer 3, untypisches 2-in-1 Produkt. Das ist lustig, weil ich sofort wusste, welches ich dann nehmen möchte. Denn wie ihr wisst, bin ich ja gerade in München aus dem Grund, dass meine Schwester schwanger war. Ja, Vergangenheit, meine Nichte ist seit 2 Tagen auf der Welt und sie ist einfach das schönste, wundervollste, großartigste, was uns je passiert ist. Sie ist einfach so, oh mein Gott. Also ich war jetzt den ganzen Tag im Krankenhaus und ich kann nur an ihr riechen und, ja, okay, das Video geht nicht um meine Nichte. Auf jeden Fall bin ich sehr glücklich, dass sie da ist. Und dann habe ich halt an dieses Produkt gedacht, in Bezug auf die ganze Situation, und zwar eine Brustwarzensalbe. Aber auch einfach nur, weil ich weiß, dass ganz viele in letzter Zeit darüber gesprochen haben, dass man die halt als Nagelpflege benutzen kann, weil die halt sehr fettig ist und sehr reichhaltig. Und ich habe auch auf Blogs Vorher-Nachher-Bilder gesehen und war echt total beeindruckt, weil die ganze abgefetzte Nagelhaut und dieses ganze Trockene herum wirklich über Nacht weggegangen ist und wieder total weich aussah. Das ist für mich echt ein untypisches 2-in-1-Produkt und ich freue mich sehr, das zu benutzen. Natürlich für meine Nägel. Hat übrigens 1,45 Euro gekostet. Frage Nummer 4 ist out of your comfort zone. Das ist die Frage, die mir wirklich am schwersten gefallen ist. Und ich bin da durch den DM getickert und ich dachte mir, was ist out of my comfort zone? Aber dann dachte ich mir, beziehungsweise brach mich meine Schwester, glaube ich, drauf, dass ich ja immer sehr viel Glow, illuminierende Produkte, frischer Teint, bla 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 mag. Und dann meinte sie, probier doch mal was Mattes aus. Und ich habe sehr viel über dieses Produkt gehört. Und zwar ist es von Essence. Das All About Matte Oil Control Makeup Base. Das ist natürlich so eine Sache, weil ich bin ja nicht so super ölig. Nichtsdestotrotz steht da auch drauf Long Lasting Pore Refining. Und das ist ja wieder eine Sache, die ich sehr gerne mag. Also gucke ich mal, ob mein Make-up dadurch besser hält, ob meine Poren minimiert werden. Und so eine matte T-Zone ist ja auch etwas, was ich nicht unbedingt völlig ausschließe. Obwohl ich natürlich immer Primer benutze, die so ein bisschen Glow und so weiter haben. Nichtsdestotrotz, ich habe wirklich sehr viel drüber gehört und ich freue mich, das auszuprobieren. Hat 3,25 Euro gekostet. Frage Nummer 5 ist, sollten Männer auch benutzen? Ich muss sagen, alle Produkte, die ich gekauft habe, habe ich irgendwie gekauft, weil ich schon mal gehört habe, dass sie jemand gut findet. Also irgendwie macht für mich diese ganze Challenge gerade mega Sinn, weil das eh Produkte sind, die ich nicht einfach wahllos gekauft habe, weil ich einfach irgendwas kaufen musste. Genau wie dieses hier, und zwar ist das von Balea, die Hornhaut-Reduziercreme. Oh ja, ein sehr attraktives Produkt, aber ganz ehrlich, man muss halt auch mal über Füße reden. Und glaubt mir, ich bin die letzte Person, die Füße mag. Ich habe auch, glaube ich, vielleicht haben das noch einige von euch gesehen, das 50 Random Facts About Me Video mal gedreht, schon lange her. Und da habe ich auch gesagt, ich hätte lieber 4 Hände anstatt 2 Füße, 2 Hände. Ich finde Füße wirklich unglaublich eklig. Nichtsdestotrotz finde ich, im Sommer sollten Männer und Frauen schöne Füße haben. So schön, wie sie halt sein können. Und Jasmin, die liebe Madame Tamtam, benutzt die nämlich immer.
Und ich glaube, sie hat mir auch mal ihre Füße gezeigt. Das ist wahrscheinlich jetzt zu viel Information. Aber ich glaube, das sah ganz gut aus, soweit ich mich erinnere. Auf jeden Fall benutzt sie die immer, sie schwört drauf. Und da halt gerade Sommer ist und wir alle Sandalen anhaben, ist es halt ein wichtiges Produkt, was ich noch nicht hatte. Deswegen lasst uns mal ein paar schöne Füße haben, alle zusammen. Ich vergesse immer den Preis zu sagen. Die hat 2,45 Euro gekostet. Frage Nummer 6 ist für den anderen, beste Freundin etc. Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich ja jetzt gerade in München bin und dann benutze ich auch immer gerne die Produkte von meiner Schwester. Und wie ihr ja wisst, benutze ich eigentlich immer das Wolkenseifendeo. Aber irgendwie in letzter Zeit ist mir das zu anstrengend, das immer so unter die Arme zu schmieren und dann wieder die Hände zu waschen und so weiter. Nichtsdestotrotz ist das ein großartiges Produkt. Meine Schwester hat aber dieses hier. Und zwar ist es das CD Frische Deo Granatapfel ohne Aluminiumsalze. Und alle, die ich bis jetzt benutzt habe, waren halt völlig für den Po, wenn ich das mal so sagen darf. Die haben halt überhaupt nicht funktioniert. Was man aber wissen muss, ist, dass es kein Antitranspirant ist. Sprich, ihr werdet trotzdem irgendwann nasse Stellen bekommen. Nichtsdestotrotz wird man nicht schwitzen. Und das ist halt für mich das Wichtigste. Beziehungsweise nicht stinken. Das wollte ich sagen. Und ich mag das total gerne. Ich glaube, die Reni hat das auch mal letztens erzählt, dass ihr das irgendwer empfohlen hat. Und mir haben das auch schon ein paar Leute empfohlen. Ich spritze das mal kurz. Ja, es riecht mega, mega angenehm. Ich mag das total gerne. Und ich habe es die letzten eineinhalb Wochen, seitdem ich hier bin, immer benutzt. Aber wenn ihr wirklich ganz, ganz trockene Achseln haben wollt, dann benutzt das von Rituals, das Qigong. Das ist staubtrocken. Ihr werdet 3 Tage lang keine nasse Stelle haben. Aber das hat halt Aluminium. Also Pro und Contra. Aber falls ihr das mal ausprobieren wollt, ist es auch total top. Auch hier habe ich wieder vergessen, es war 2,45 Euro. Mir hat die Challenge mega gut gefallen, weil ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich sinnvolle Produkte gekauft habe. Und jetzt möchte ich natürlich noch wen taggen. Ich tagge Jasmin, Madame Tamtam, natürlich, wie kann es anders sein. Und dann tagge ich auch Nisi von Teeth or Jade. Würde ich mega spannend finden, wenn du da mitmachst. Und dann möchte ich noch Mrs. Fabulous taggen. Und die liebe Mama Co. Wäre total schön, wenn ihr mitmacht. Und hier verlinke ich euch meine Juni-Favoriten. Klickt da gerne mal rauf. Ich verlinke das natürlich auch für alle mobilen Nutzer unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, falls ihr noch weiter schaut, habt Spaß. Und sonst sehen wir uns Sonntag wieder. Und das wird ein ziemlich cooles Video. Und ich bin wahrscheinlich auch nicht alleine. Also freut euch drauf. Bis dahin. Ciao.